Niemand kommt, mein Geheimnis entdeckt, hab ich eiserne Türen davor. Was sich hinter den Türen verbirgt, wollen Sie sehen? Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Der Schock wird Ihnen sicher den Magen verdrehen. Doch das ist nicht meine Schuld. Sie kennen doch sicher Herrn Frankenstein, den Herrn mit dem blassen Gesicht. Er schlug vielen Bürgern die Birne ein, denn die Autobahn gab es noch nicht. Und bevor jemand kommt und den Unfall entdeckt, habe ich schon die Leichen geklaut. Und das Ganze wird sorgsam im Keller versteckt. Davon werden meine Monster gebaut. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Mein Geschäft geht wirklich sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein. Die Regierung braucht frisches Blut. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Und ich bitte um Diskretion. Denn ich richte mein Labor schon langsam ein auf eine Menschenmassenproduktion. Auf eine Menschenmassenproduktion. Ja, nur von allerhöchster Stelle bekomme ich meine Aufträge. Meine Modelle sind krisenfest, arbeitsam, anspruchslos und natürlich nicht Raucher. Alles in allem fast vollkommene Geschöpfe. Fast! Und zum Frühjahr kommen die neuen Sommermodelle heraus. Und dann fröne ich hin und auch wieder mal meine alten Leidenschaft. Und dann bastle ich mir so von Fall zu Fall ein Geschöpf voller Schönheit und Kraft. Wenn sich Säure und Blitz im Kreislauf ein, überströmt mich ein heißes Gefühl. Und steht dann mein Liebling auf eigenen Bein, bin ich nah am göttlichen Ziel. Dann bin ich der, von dem auch mein Enkel sagen wird, er war ein Genie. Nun zu meinem Haustierchen, komm her, kleiner Liebling, komm zu Herrchen. Ist er nicht süß, dieser kleine Racker? Pussy, Pussy. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Mein Geschäft geht wirklich sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein. Die Regierung braucht frisches Blut. Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Und ich bitte um Diskretion. Denn ich richte mein Labor schon langsam ein auf eine Menschenmassenproduktion. Auf eine Menschenmassenproduktion.